Ja, mein Name ist Michael Paltian. Ich bin Geschäftsführer der Paltian Treppenbau GmbH. Firmensitz hier in der Bayerischen Rhön mit einer Zweigstelle in der Nähe von Frankfurt. Und wir sind klassischer Holztreppenhersteller, also eine Schreinerei mit Spezialisierung auf die Holztreppen. Ja, wie sind wir auf die Firma MyHomeLift aufmerksam geworden? Also man muss eher sagen, die Firma MyHomeLift ist auf uns aufmerksam geworden. Also es kam ein Anruf, weiß ich noch genau, und kam das erste Gespräch zustande. Natürlich rufen viele Firmen auch an, ne? Aber mich hat das Produkt MyHomeLift von Anfang an sehr interessiert, weil das war eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Also mich hat immer so ein Treppenlift gestört. Das ist für mich keine schöne Lösung, ne? Aber so ein Senkrechtlift von MyHomeLift sieht toll aus, sieht super aus. Hat eine tolle Funktion und wirklich mit sehr geringem Platzbedarf und ohne groß auch was zu verändern im Haus, kann man diesen Lift montieren. Ja, MyHomeLift, warum nehmen wir das in unser Produktprogramm mit auf? Ja, eigentlich hat es ja gar nichts mit Holz zu tun, wir sind Holztreppenhersteller. Ne? So ein Lift hat eigentlich auch nichts mit Treppen zu tun, aber für mich ist das ganz interessant, die Kombination, weil man muss sich vorstellen, heute im Treppenbau werden Treppen produziert mit einem hohen Qualitätsstandard. Die halten 50 Jahre, 70, 90 Jahre, über 100 Jahre teilweise. Das heißt, unsere Kunden haben wir nur einmal. So, was machen wir jetzt mit dem guten Kontakt, mit unserem guten Namen? Und da kommt jetzt MyHomeLift ins Spiel. Das ist natürlich was, wo wir unsere Kunden wieder ansprechen können und denen einen gewissen Mehrwert bieten, weil irgendwann ja, jeder wird älter und kommt in die Situation, wo man so einen Lift wirklich auch gut gebrauchen kann und sehr nützlich ist für das eigene Leben in den vier Wänden. Ja, der erste Kontakt kam zustande und man hat sich dann immer weiter angenähert. Man hat neue Konferenzen, also Telefonkonferenzen dann vereinbart. Man hat die einzelnen Mitarbeiter auch kennenlernen dürfen von MyHomeLift. Die kamen hier zu mir in die Treppenausstellung und ja, der Kontakt hat sich immer mehr entwickelt, dass wir ja, vielleicht auch Partner werden können mit MyHomeLift. Ja, wir sind mittlerweile Premium-Partner von MyHomeLift. Das heißt, wir sind geschulte Mitarbeiter, wir haben geschulte Monteure. Auch im Verkauf, im Vertrieb sind wir geschult und natürlich auch in der Beratung, der ganze Technik, was dazugehört, Elektrotechnik, mechanischen Teile. Also wir können alles montieren, wir können auch den Service machen vor Ort. Wir haben also die ganze Bandbreite, was eben dazugehört, dass der Kunde einen Ansprechpartner hat bei Paltian. Ja, was hat mich überzeugt bei dem MyHomeLift? Also mit einem Wort kann man schon sagen, das Design. Also das Design ist toll, sieht gut aus, also hat nicht mal was mit altersgerecht zu tun, sondern das ist einfach ein geiles Teil. Lifestyle. Ja, die Produkte oder der MyHomeLift kommt wirklich gut an beim Kunden. Also die Kunden kommen in der Regel hier zu uns in die Treppenausstellung, ja, schauen sich hier die Treppen an und sehen dann natürlich hier unseren Ausstellungslift. Und dann ist die Neugier natürlich sehr groß. Was ist das für ein Teil? Verkauft ihr das auch? Können wir da mal mitfahren, können wir das mal ausprobieren, und die sind wirklich von Anfang an hellauf begeistert. Ja, es gibt natürlich viele Fragen dann auch von unseren Kunden. Ich stehe jetzt hier in unserem MyHomeLift 2. Die 2 steht für zwei Personen, also ausgelegt für zwei Personen. Man hat eine ordentliche Stehhöhe, ich bin 1,94 Meter groß, selbst ich passe noch aufrecht hinein und maximal 170 Kilo belastbar. Die Frage ist natürlich, gibt es so einen Lift auch für einen Rollstuhl? Weil die Kunden denken dann oft auch an später, ne? Wie kann ich das dann auch im Alter benutzen? Und natürlich gibt es auch die Variante MyHomeLift 3, ist dann entweder für drei Personen oder eben auch für einen herkömmlichen Rollstuhl geeignet. Der Service gibt es auch von der Firma Paltian, also wir kommen in regelmäßigen Abständen, überprüfen die Technik, überprüft die Gängigkeit, stellen vielleicht nochmal was ein. Also das gehört natürlich auch dazu, wenn der Kunde das möchte.